Wer darf sich dieses Jahr Sieger des Intersport Winninger Open Turniers nennen? In Haus Mening kommen jedes Jahr die Besten des Landes zusammen. Auch 2024 waren wieder einige Top-Athleten dabei. Ein Event mit verschiedenen Bewerben. Wir spielen immer ein ÖTV-Turnier, also der offene Bewerb, und dann drei Kategorien auf ITN-Basis für den Breitensport mehr oder weniger. Das ist eigentlich ganz gut besucht immer. Mit heuer haben wir 18 Nennungen insgesamt festgestellt. Der TC Ulmerfeld Haus Mening ist schon Profi im Planen großer Turniere. Trotzdem ist so etwas immer mit viel Aufwand verbunden. Wir sind ein großes Team. Der Intersport Winninger unterstützt uns da auch in der Planung, Vorbereitung. Die Platzeinteilung ist zu machen, es gehört was zum Essen organisiert. Und man braucht ein Team, das sich dann um die Plätze kümmert. Also es sind jede Menge Vereinsmitglieder aus unserem Verein engagiert. Unter die Teilnehmer hat sich auch Linus Erhardt vom TC Dornbirn gemischt. Er stellte sich schon nach kurzer Zeit als Favorit heraus. Ja, ich versuche mir eigentlich generell nie einen Druck zu machen, ob ich jetzt Nummer 1 vom Turnier bin oder umgesetzt bin. Ich versuche einfach von Spiel zu schauen, mein Bestes zu geben und dann zum Schauen, was rauskommt. Und ich sage jetzt mal, eine Setzung ist immer ein bisschen eine Bestätigung von den vorherigen Leistungen und versuche einfach da das Selbstvertrauen mitzunehmen und dann für jedes Spiel einfach selber das Beste zu geben und dann schauen, was rauskommt. Die Unterstützung von Unternehmen aus der Region ist bei einem Event wie diesem sehr wichtig. Ohne Sponsoren geht heutzutage gar nichts mehr, muss man sagen. Es ist ja doch sehr aufwendig. Man muss, damit man ein Turnier veranstalten kann oder darf, sogar eine Abgabe an den österreichischen Tennisverband leisten. Dann, man will ja die Sieger oder die Teilnehmer auch ein bisschen hegen und pflegen, sagen wir es, mitspielen, sage ich. Muss man auch ein bisschen Präsente bereithalten und natürlich eine kleine Anerkennung in den Breitensportbewerben gibt es Sachpreise im Wert von 50, 100 und 200 Euro je Bewerb und beim ÖTV-Turnier ein Gesamtpreisgeld von 2000 Euro. Das ist ja ohne Sponsoren nicht zu machen. Einer der Hauptsponsoren und Unterstützer ist das Sportgeschäft Intersport Winninger. Auch die Sparkasse Amstetten hat einen großen Teil dazu beigetragen. Ausschlaggebend für ein spannendes Turnier sind natürlich auch die Spieler, die sich hier trotz Regenpause spannende Matches lieferten. Wie bereitet man sich denn auf so etwas vor? Die letzten paar Tage habe ich eigentlich ein bisschen weniger gespielt gehabt, weil ich recht viel Liga und viel Turniere in den letzten paar Wochen gespielt habe. Also in dem Fall habe ich es ein bisschen lockerer angehen lassen. In dem Fall hat es eigentlich eh ziemlich gut funktioniert. Die letzten paar Tage habe ich, weil ich halt selber noch berufstätig bin, habe ich selber am Abend immer noch ein bisschen gespielt, habe am Freitag gespielt, bin dann angereist und dann am Samstag erste Runde gespielt. Aber es war jetzt nichts sehr Spezielles dabei. Dadurch, dass ich berufstätig bin, muss ich da das immer ein bisschen koordinieren. Aber in dem Fall hat es recht gut funktioniert. Als Favorit gespielt und sich den Gewinn geholt. Das spricht unter anderem für die gute Leistung eines Athleten. Turniersieg ist natürlich immer was Schönes. Habe jetzt dieses Jahr eh schon ein paar Turniere gewonnen in der Kategorie, aber jeder Turniersieg ist natürlich immer was Spezielles und vor allem war das Turnier auch ziemlich gut gesetzt. Das Finale war eigentlich ziemlich gut gespielt von beiden und deswegen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Egal ob Gewinner oder Zweitplatzierter, die Spieler konnten bei diesem Turnier ihr Können perfekt zeigen und die ein oder anderen Punkte ergattern.